Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, mit mir heute wieder über Skat sprechen wollt. Da könnt ihr es auch schon sehen, mir ist demnächst tatsächlich mal wieder eine ganz interessante Partie über den Weg gelaufen, online, wie ihr seht. Vor allen Dingen hat mich dieses Spiel aber erinnert an ein Spiel, was ich selber mal vor einigen Jahren spielen durfte, spielen musste. Das war richtig so ein Déjà-vu, so ein Flashback. Ich hatte sofort das Bild wieder vor Augen, weil die Verteilung so ähnlich war. Waren übrigens nicht die allerbesten Erinnerungen, dazu kommen wir dann aber gleich. Vorher mal ein kleiner Ausblick, ich bin im Moment wieder unglaublich beschäftigt, wirklich sehr beschäftigt, und zwar arbeite ich wieder an der Skat-App mit Peter Heinlein aus München, der diese App hier entwickelt hat. Wir haben gerade wieder ein ganz interessantes, ganz spannendes Projekt am Laufen, da wird bald was passieren, da wird bald was Neues rauskommen. Peter, darf ich da überhaupt schon drüber sprechen? Na gut, also jetzt ist es raus, die Katze ist aus dem Sack, es kommt bald was. Mehr verrate ich an dieser Stelle aber noch nicht. Da müsst ihr einfach mal hören und sehen, was demnächst kommt. Nun denn, kommen wir mal zu der spannenden Online-Partie, die ich tatsächlich erst vor wenigen Tagen gespielt habe. Ich habe extra hier mal zur Verdeutlichung den ganz großen Mauszeiger ausgepackt. Ich sitze in Mittelhand hier oben, Ariel, habe nicht so besonders viel abbekommen, entsprechend gleich gepasst. Hier unten zu sehen, Hinterhand mit Kreuz, Pik, Karo, Buben, reizt natürlich ein wenig. Und hier links im Bild, Vorhand hat kein Stück Herz, einige Volle im Blatt, reizt noch ein wenig mit, passt dann aber doch vernünftigerweise auf 24. Im Stock Herz 9 und König, normalerweise nicht unbedingt eine Traumfindung, für Vorhand ganz sicher nicht. Aber dem Spieler passt es wie die Faust aufs Auge. Pik 7, Karo 7 werden gedrückt, und jetzt hat er hier so ein Ochsen-7-Trumpfspiel mit Kreuz, Pik, Karo, Bube und in der Beikarte Kreuz 10, König 9, also auch noch sehr solide. Ein Spiel, was normalerweise völlig problemlos läuft. Wir sehen es aber hier schon, ich natürlich 4 Trumpf dagegen, mein Partner die Flosse voll Vollen, kann man das so sagen? Flosse voll Volle. Na jedenfalls, er hat ein paar C-Karten, muss auch das Spiel eröffnen und legt erstmal das Pik Ass auf den Tisch. Von mir die Pik Dame, Alleinspieler sticht. Der Stich sieht für den Alleinspieler sicher maximal harmlos aus. Wenn da so großzügig Asse angeboten werden, sitzt normalerweise die Karte relativ glatt. Entsprechend ist er jetzt sicher ein wenig überrascht, dass hier die Trümpfe zu viert dagegen stehen. Hat sich aber tatsächlich hier gar nichts anmerken lassen, was mich ein wenig überrascht hat, sondern zieht ganz einfach weiter Trumpf von oben. Und mein Partner, der im ersten Stich noch Kreuz Lusche abgeworfen hat, wechselt jetzt irgendwie ein bisschen inkonsequent die Farbe und wirft jetzt plötzlich eine Pik Lusche ab. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, werden wir auch gleich noch sehen, wohin das führt. Alleinspieler zieht weiter Trumpf. Es wird mir das Karo Ass angezeigt, also die zweite Farbe, 22 Augen. Jetzt spiele ich natürlich auch Karo, Alleinspieler sticht, kriegt von hinten die Dame. Damit ist natürlich klar, dass der Alleinspieler nur Kreuz im Blatt hat, und der Alleinspieler kann jetzt natürlich auch sich keinen weiteren Trumpfzug erlauben. Er muss ja erstmal die Kreuzfarbe entwickeln, also das Ass rauslocken. Deswegen spielt er jetzt hier den Kreuzkönig. Tatsächlich hat er natürlich ein Riesenglück, dass das Kreuz Ass blank steht. Wenn das Kreuz Ass besetzt ist und er diesen Stich behält, also Dame Lusche behält, müsste er danach ja Kreuz Lusche etwa spielen, dann fällt Kreuz Ass eine 10 rein, hätten wir schon 43, und wenn jetzt er danach nach dem Einstich die Kreuz 10 anbieten muss und die letzte 10 reingeht, ich stechen kann, dann wäre das Ding mit 3 Stichen, hätten wir 65 gemacht. So aber muss ich herausnehmen auf 40 Augen. Ja, kann jetzt noch irgendwas spielen. Mein Partner muss so oder so in allen Farben bedienen. Und der Alleinspieler hat jetzt, das können wir hier sehen, das Glück, dass die Kreuz 10 eben noch mit der Kreuz Lusche von meinem Partner bedient werden muss, weil er eben im zweiten Trumpfstich nicht die Kreuz Lusche abgeworfen hat. Er hat noch 2 Volle in der Hand, aber er kann sie nicht legen. Ich lasse deswegen hier den Stich auch noch mal laufen, was natürlich nichts nützt. Jetzt kriegen wir halt einen Stich später nur 12 Augen auf 52. So, warum hat das Spiel meine Aufmerksamkeit erregt? Was ist hier der entscheidende Moment? Ich bin hier noch mal zurückgegangen zum zweiten Stich und frage euch ganz offensiv noch mal, was
sollte denn der Alleinspieler nach dieser Trumpfrunde sich für Gedanken machen und welche Karte sollte er statt Pik Buben besser spielen? Ich gebe euch mal einen kleinen Moment. Betätigt sonst auch gerne mal die Pause-Taste, wenn ihr noch kurz drüber nachdenken wollt. Dumm die Dumm. Für diejenigen von euch, die das lösen konnten, herzlichen Glückwunsch, ihr seid hervorragende Erkenner von Tempofallen. Und für alle anderen, die Karte, die ihr jetzt spielen solltet, um die größten Aussichten auf Erfolg zu wahren, es ist die Kreuz 10. Warum jetzt also die teuerste C-Karte direkt in den Ring werfen? Nun, die vier Trümpfe kommen eben nicht nur mit dem Preisschild, dass ihr zwei teure Trumpfstiche abgeben müsst, sondern ihr kommt dadurch auch ein wenig zu kurz, sodass ihr letztendlich die Kreuz 10 sowieso nicht mehr verteidigen könnt gegen keine Verteilung. Diese Karte ist de facto schon tot. Das haben wir eben im Spielverlauf auch gesehen. Kurz vor Schluss musste die Kreuz 10 sowieso angeboten werden. Was jetzt noch hinzukommt, wenn ihr damit rechnet, dass auch Kreuz noch maximal ungünstig verteilt ist, also die fehlenden drei Kreuzen, die Kreuz 7 gibt euch hier den entscheidenden Hinweis, dass nur noch drei Kreuzkarten fehlen. Wenn die also auch in einer Hand stehen, also noch zwei Kreuzstiche abgegeben werden auf das Ass und die Dame, dann müsstet ihr insgesamt vier Stiche abgeben, könntet das Spiel also sowieso nicht gewinnen. Wenn ihr das überschlagt und zu der Erkenntnis gelangt, dann müsst ihr als Spieler eben im Siegssinne davon ausgehen, dass Kreuz jetzt nur noch 2 zu 1 verteilt sein darf, verteilt sein muss, um zu gewinnen. Und dann bietet es sich jetzt eben an, die Kreuz 10 auszuspielen mit folgender Begründung. Was kann passieren? Kreuz 10, Kreuz Dame, Kreuz Ass, 24 Augen. Die Karte, die danach auf den Tisch kommt, wird wohl nicht Trumpf und Kreuz sein, deswegen müsst ihr sofort wieder stechen mit dem Trumpf König. Das Einzige, was jetzt passieren könnte, aber sehr unwahrscheinlich, dass der andere Spieler tatsächlich auf diesen Stich schon die Kreuz-Lusche abschmeißen kann, weil er auch kein Pik oder Karo mehr in der Hand hat, können wir aber jetzt mal außen vor lassen, wäre hier auch nicht passiert. Nach 24 stecht ihr also die nächste Farbe und spielt dann sofort Kreuz-König. Auch dann dürft ihr natürlich nicht erst noch einen Trumpf spielen, weil dann ebenfalls die Kreuz-Lusche wieder abgeworfen werden könnte und ihr den Kreuz-König noch verliert. So wird auf den Kreuz-König einer noch mit der Lusche bedienen müssen. Die letzte Kreuzkarte, die Lusche, die Kreuz 8, ist dann hier das entscheidende Zünglein an der Waage. Für mich wäre der Stich Kreuz-König-Lusche dann sicher nicht interessant zu stechen, beziehungsweise wenn ich steche, können wir eben auch nicht gewinnen. Ich lasse den dann laufen und dann gibt es im weiteren Spielverlauf noch die beiden Trumpfstiche, allerdings nur entweder mit zwei Trumpfluschen oder mit einer Trumpflusche und einer Kreuzlusche. Mein Partner kann 21 Augen wimmeln, ich selber mache Trumpf Ass und Herz Bube und das Ganze führt uns genau auf 58 Augen, nämlich 24 und 21 und 13. Ganz interessant, die Variante, die für die Gegenpartei zu noch einem Auge mehr führt, ist tatsächlich die, die Kreuz 10 im dritten Stich jetzt nicht rauszunehmen, also Kreuz 10 zu tauchen. Kommt in dem Fall nicht vor, kann in dem Fall nicht passieren, weil das Ass blank steht. Wenn sie aber 2-1 verteilt sind und das Ass besetzt ist, die 10 tatsächlich nicht mitgenommen wird, müsste der Spieler danach Kreuz Lusche anbieten, fällt Karo Ass Kreuz Ass, 22, danach wieder stechen, Kreuz König anbieten, da kann direkt eine 10 drauf gewimmelt werden, mit Trumpf Ass gestochen werden auf 47 und dann erneut gibt es im Spielverlauf noch eine Lusche mit der letzten 10 und dem letzten Buben auf 59. Daran kann man schon sehen, dass die Kreuz 10 hier die korrekte Karte ist. Die Gegenspieler kriegen am meisten, wenn sie sie eben laufen lassen. So, das soll es hier an Analyse gewesen sein. Wir haben ja aber tatsächlich gesehen, ganz so spitz auf Knopf müsst ihr gar nicht rechnen. Ihr könnt euch ab und zu auch mal einen unsauberen Zug erlauben. Wie wir hier gesehen haben mit dem Pik Buben, es wird gar nicht immer bestraft, denn ihr könnt zum Glück auch darauf hoffen, dass die Gegenspieler auch dann nicht immer alles richtig machen. Zum Abschluss jetzt einmal, wie versprochen, der Vorfall, an den mich diese Partie eben dermaßen stark erinnert hat, dass ich da ja fast so eine Gänsehaut von bekommen habe. Irre, das nach 10 oder 11 Jahren. Es war also 2008 oder 2009 beim ersten großen Skattropoli-Finale. Das war damals so ein Qualifikationsturnier, wo ich das ganze Jahr online gespielt habe, es dann tatsächlich in dieses Finale geschafft habe. Da waren nur 36 Leute qualifiziert.
Top-Leute übrigens. Das Finale wurde über 8 oder 9 Serien gespielt, also ein ganzes verlängertes Wochenende, gab auch ein sattes Preisgeld, war ein tolles Turnier grundsätzlich. Trotzdem kann ich mich in dem Fall noch besonders gut daran erinnern, dass die Karte bei mir dermaßen häufig extrem dagegen stand, dass ich super Spiele verloren habe, dass ich allen Ernstes nach, ich glaube, es waren wirklich 9 Serien, den vorletzten Platz belegt habe. Das ist mir also in meiner Skatkarriere auch nicht allzu oft passiert. Und hier kommt jetzt mal ein Vorfall. Ich glaube, es war in der 4. Serie. Spätestens danach wusste ich dann auch endgültig, dass es hier nicht mein Turnier war. Ich bekam das Spiel bei 18 in Hinterhand. 3 obere Buben, Kreuz 10 zu 4, Karo 10, Dame 9. Natürlich Pik und Herz Dame gedrückt. Was auch sonst, ja, ich denke mal, die verblüffende Analogie wird euch auch aufgefallen sein. Es sind also auch 7 Trumpf, allerdings mit dem Unterschied, dass ich sogar noch stärker bin. Ich habe den Herzbuben statt den Karobuben, kann also höchstens einen Trumpfstich verlieren. Dafür bin ich in der Beikarte wieder die entscheidende Nuance schwächer. Statt dem König habe ich hier nur die Karo-Dame. War auch in Hinterhand. Vorhand kann ich mich noch erinnern. Jörg Hussong, starker Spieler, Bundesliga, sehr erfahren, öffnete damals das Spiel mit einer Fehlfarbe, sei es jetzt mal Herz gewesen. Und wie auch eben im Spiel bekam ich, meine ich, sogar hier einen vollen angeboten. Völlig arglos habe ich also jetzt gestochen und wohl noch vom Schneider geträumt, wenn Karo 2-2 steht. Zog jetzt also erstmal einmal Trumpf, dass da nichts passiert. Doch tatsächlich, da war es dann schon passiert. Trumpflusche, Karo Lusche, Trumpf also zu viert, und genauso hier der Abwurf aus meinem Drilling, wie eben auch gesehen. Dann konnte ich mir also damals schon genau die Gedanken machen, die ich euch eben auch erläutert habe. Bin auch zu der Schlussfolgerung damals schon gekommen, Karo 10 ist hier eine tote Karte. Ich kann sie jetzt aber gewinnbringend investieren. Wenn jetzt etwa der Karo König blank steht, dann gebe ich ja tatsächlich sogar nur 2 Stiche ab und habe gewonnen. Habe also jetzt die Karo 10 gespielt. Es fiel Karo Ass und nur die Karo Lusche. Da hatte ich allerdings auch mitgerechnet, und so präzise, wie ich schon gezählt habe, eine Kleinigkeit ist mir hier entgangen, denn nach diesem Stich habe ich erstmal einen Ruf der Erleichterung ausgestoßen, weil ich der Meinung war, ich hätte das Spiel jetzt gewonnen, dass ich hier eine gute Karte gefunden habe. Ich dachte jetzt nämlich, dass ich eben nur noch 2 Luschen abgebe, Karo Lusche und Trumpf Lusche, mit einmal Karo König, Trumpf Ass und noch 2 Vollen auf 7 oder 58 in der Richtung. Deswegen mich also schon gefreut, es wurde aber weitergespielt und meine etwas vorlaute Annahme wurde widerlegt. Es kam natürlich wieder eine Fehlfarbe, ich durfte stechen, klärte erneut Karo, hier fiel jetzt der König, endlich mal eine Ladung. Nun ging es weiter eben mit Pik. Auch da wurde mir ganz frivol sogar noch der volle angeboten. Wieder durfte ich stechen. Ja, und jetzt dämmerte mir langsam, verdammt, du hast was übersehen. Du kommst gar nicht mit der Trumpf-Lusche davon. Du musst noch die Karo-Dame anbieten, weil du allen Ernstes bei einem 7-Trümpfer mit 3 zu kurz kommst. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich noch die Trümpfe vorher gezogen habe. Ich verliere ja so oder so. Hab wahrscheinlich hier noch bis zum letzten Atemzug gekämpft, also Trumpf gezogen, nochmal Trumpf gezogen, aber jetzt im vorletzten Stich musste ich mich dann ins Unvermeidliche fügen. Gegen die 36 Augen liegen, gebe ich hier noch diesen wunderbaren Stich ab, genau auf 60. Haben sie mich ins Tal der Tränen gestürzt, und ja, wenigstens, das kann man sagen, habe ich mir das gemerkt, habe entsprechend die Übersicht, dass ich heute gleich sehe, wenn ich so eine Partie sehe, woher der Wind weht. Ja, nützen tut es auch nicht. Spaß am Skat habe ich trotzdem nicht verloren. War aber, das muss ich jetzt sagen, tatsächlich richtig eine Therapiesitzung hier heute für mich. Damit bin ich jetzt auch durch. Hoffe, ihr hattet euren Spaß. Hoffe, wir sehen uns bald mit weiteren interessanten Verteilungen. Wünsche euch noch einen hervorragenden Rest Wochenende und eine schöne Woche. Bis bald. Good Blood.